Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Zusammenfassung. Und zwar, wir kümmern uns heute um der Schwur des letzten Sultans bzw. der 35-Tage-Krieg. Es gibt zwar ein Abenteuer, was der Schwur des letzten Sultans heißt, aber an dem habe ich mich nur ganz, ganz profan orientiert. Und zwar ganz am Ende gab es einige Hinweise, was passiert dann in diesem Rahmen. Allerdings kann man das so, wie ich es geleitet habe, nicht aus dem Buch entnehmen. Es gibt auch noch einige aventurische Boten, die dann in dem Verlaufe 1028 den Herzog von Helme Hafax und auch von dem Jona von Zorgern schildern. Aber auch hier muss ich sehr viel Eigenes dann daraus bauen. Zunächst ging es los mit einem Brief, den haben sie schon im goldenen Schein bekommen von Helmar Hafax, der ihnen sagte, er möchte eine Person im Austausch für Aranien haben, beziehungsweise im Austausch für das Mittelreich, damit er sie nicht angreift. Die Helden sind also losgegangen, losgefahren von Gareth aus in Richtung zunächst Perikum und konnten da dann auch die Ausläufer der Finstermark oder der Wildermark erkennen. Also das, was jetzt übrig geblieben ist, nachdem die Schlacht von Werheim getobt ist und auch die Schlacht von Gareth, beziehungsweise die Schlacht in den Wolken. Sie haben also hier dann auch zahlreiche Flüchtlinge gesehen, verlassene Hütten, Häuser, Dörfer, die dann verlassen worden sind und konnten letztendlich dann nach Perikum übersetzen, wo es eben noch mehr Flüchtlinge gab. Und zwar von beiden Seiten, nicht nur aus dem Norden, von Richtung Romulus, sondern eben auch von Richtung Süden. Denn Helmer Hafaks Auswirkungen haben sich auch hier schon gezeigt. Und so kamen dann eben auch die Aranier von Süden nach Norden und suchten dann Zuflucht in Perikum bzw. Nebachoth, wie es früher genannt worden ist. Die Helden haben sich dann eine Überfahrt organisiert bei einem Schmuggler, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, beziehungsweise ein Hochsegelschiff, mit dem man dann noch die blutige See ja, überfahren konnte. Es gab hier einige Begegnungen dann mit Dämonen, beispielsweise dem Vatarior, unter anderem dann aber auch Perldrachen, die dann ebenso an dieser Küste gastierten. Die Helden haben dann aber auch sicher Zorgern erreicht und sind dann hier auch recht schnell mit dem Matriarchat in Berührung gekommen, haben sich dann standesgemäße Kleidung organisiert und haben dann eben auch mit den Madabasari aus dem Mondsilberkontor Kontakt aufgenommen. Die Helden haben nach ihren Recherchen dann auch herausgefunden, dass Yesina Melena'a, eine Hesindegeweihte, in einer kamalen Globule sitzt und sich dort dann für ihre Recherchen zurückgezogen hat, weil sie kein größeres Interesse mehr daran hat, den Menschen zu helfen, sondern weil sie eher dann dem Wissen sich verschrieben hat. Ja, so kann es eben auch kommen. Die Helden haben den Kontakt mit ihr aufgenommen, haben dann die Zusicherung bekommen, dass sie Helm Hafax begleiten würde. Sie beide sind alte Freunde. Sie haben sich damals auf dem Herzug von Kaiser Reto kennengelernt, als beide dann nach Maraskan übergesetzt haben. Und damals hat Yasina Melenar schon für Helm Hafax geschwärmt. Dieses Mal würde sie ihn wieder begleiten, allerdings nicht, weil sie immer noch in ihn verliebt ist, sondern vielmehr, weil sie dann mit ihrem Wissen den Menschen dann doch noch ein letztes Mal helfen könnte. Die Helden sind also aufgebrochen und konnten dann den Baron Ula durchbrechen. Zorgan selber wurde belagert von den Uronischen Truppen, das heißt von den Truppen von dem Jona, die standen um die Zorganer Festung drumherum, beziehungsweise die Stadtmauer, und haben da dann eher auf die Truppen von Helm Hafax gewartet, der allerdings bis zu diesem Zeitpunkt nicht kam. Es gab natürlich auch weitere Begegnungen mit den Speeren der uronischen Truppen. Auch hier gab es die Begegnung mit einem Bushruf, also ein schrofartiger Dämon aus der Domäne von Belkelel. Der war weniger das Problem, sondern eher vielmehr dann die ewigen Wunden eines chirurgischen Messers aus El-Burum. Denn auch hier hat Rafim dann den Kampf aufgenommen gegen eine Magierin und diesen dann doch tatsächlich auch verloren und da dann eben auch permanente Lebenspunkte verloren, nachdem dann sein Sirkajan durchschnitten worden ist. Die Helden konnten sich dann dem Heerlager von Helm Hafax nähern. Der hatte dann auch einen Waffenstillstand, zumindest für dieses Treffen, beschlossen. Und so konnten sie nicht nur mit Helm Hafax sprechen, sondern auch mit Azarel Scharlachkraut, der Vertrauten von Helmer Hafax, die dann ebenso an seiner Seite geweilt ist. Sie haben dann einen Pakt geschlossen. Helmer Hafax greift sowohl Zorgarn nicht an als auch Gareth. Die Helden bekommen den Splitter von Belkelel, der dann bei dem Jona weilt.
und konnten dann ebenso auch nochmal den Aufenthaltspunkt von Dimiona erfahren, nämlich das Kloster Keschal Tarif. Im Austausch dafür sollen sie nur die Hesindegeweihte übergeben und das sicherten sie dann auch zu, weil Yasina Melena'a tatsächlich dann auch freiwillig gehen wollte und will. Zurück in Zorgan, sie haben erneut die Belagerungsringe durchbrochen, konnten sie dann Yasina an einen der Agenten übergeben und der verabschiedete sich dann auch gemeinsam mit ihr, auf dass sie dann für Helmer Hafax die Forschungen zu den Drachen beisteuern kann. Was es damit auf sich hat, wird dann an dieser Stelle noch nicht verraten. Das hat tatsächlich eine sehr, sehr lange Vorlaufzeit und wird sich dann erst wieder in dem Abenteuer 211 und 212 wieder zeigen, wenn Helmer Hafax tatsächlich zu seinem letzten Angriff bläst. Also auch das habe ich mir an dieser Stelle nicht ausgedacht, sondern das sollte so passieren in dem offiziellen Aventurien. Die Helden konnten eine kleine Audienz bei sowohl Akosha als auch bei Königin Eleonora bekommen. Sie haben mit dem Diener des Lebens, Liadmund Freisop, gesprochen und konnten auch sein eher Mühe bewundern. Sie haben letztendlich die Belagerungsringe durchbrochen, dadurch, dass Helmer Hafax dann seinen eigenen Truppen den Rückzug befohlen hat. Sie sind dann durch Oron marschiert und haben die uronischen Heerscharen dann auch den Rückzug abgeschnitten, woraufhin dann die Helden auch aufgebrochen sind, und zwar zunächst nach Nahuabad und später dann nach Keschal Tarif. Dort fanden sie gemeinsam mit den ersten 100 Rosenrittern auch Dimiona von Zorgan vor und der Bruder von Dimiona, Argosha, konnte sie dann mit einem einzigen Hieb seines Säbels köpfen. Vorher allerdings konnte sie noch etwas sagen, was ich hier einmal einspielen werde. Das könnte nämlich interessant sein, nicht für die Helm-Hafax-Dämmerung, sondern eher für den Schleiertanz und den Schleierfall. Denn auch hier werden wir die Miona wiedersehen. Ihr hört einige Stimmen und seht dann, wie wohl Arkos und Eleonora schon hier sind. Ihr seht eine weitere Frau, unglaublich hübsch, die vor einer riesigen Gestalt steht. Die Shasmanyat, versteinert, mit vielen, vielen Armen, die sie zeigen, und seht, wie sie sich wohl bis eben noch unterhalten haben. Einen großen Widderkopf, einige Statuen, die hier stehen, mit geschwungenen Hörnern. Könnt ihr euch jetzt in diesem stinkenden Pfuhl aus Blut und Schmutz mit monströsen Phallus-Symbolen an den Wänden noch einmal Dimiona von Zorgan ansehen? Gegenüber diesem ekligen Bildnis niemals Geringeres als die Oberin des Kultes der Belkelel selbst. Moguli Dimiona bietet einen bemerkenswerten Anblick. Aus schimmernder, blutig feucht wirkender Seide ist ihr Kleid, das am Oberkörper wie eine zweite Haut erscheint. Von der Gürtellinie abwärts aber in einzelnen Streifen herabfällt, und dessen hohe Schlitze alles erahnen, obgleich nichts erkennen lassen. Ihre Hände haben lange mit Edelsteinen geschmückte Nägel. Und sie trägt das seidige schwarze Haar offen und einen Schleier aus dünner, blutroter Seide, der ihr Antlitz bedeckt und nur die Augen frei lässt. Ihr Blick ist ernst, doch in den ihren Augen lodert ein unheiliges Feuer. Als sie als Priesterherrscherin Oruns die Litanei zu Ehren des Festes rezitiert. Es gibt viele schöne Dinge auf der Welt, und sie stehen dem zu, der sie sich mit der Kraft der Begierde und der Entschlossenheit nimmt. Was du willst, das nimm dir, denn Leid und Tod anderer speisen deine Freude, und ihnen Gewalt anzutun und sie gegen ihren Willen zu nehmen, ist dir angenehm. Die hilflosen Laute deiner Opfer sind der einen und einzigen Herrin die allerschönste Melodie. Genuss ist nichts ohne Macht und Macht nichts ohne Genuss. Und im Antlitz der einen und einzigen Herrin sind höchste Macht und höchster Genuss eins und unzertrennlich. Der Erstgeborene der einen und einzigen ist der Zweigehörnte. Ist seine Mutter und Herrin, die thronende Gebieterin unendlicher Schönheit und Freude. So ist er der stürmische Prinz, der seine Kraft freigebig mit den Sterblichen teilt. Weil er der Erste ist,
hat er das Recht, sich zu nehmen, was ihm gefällt. Und seine unberechenbaren Launen spielen mit den Sterblichen wie die Kraft der Elemente. Ihr könnt sehen, wie Arkor Schar zu einem Sturmangriff ansetzt. Seine Löwen, das Schwert der Theaterritter, festgegriffen, rennt er durch den Saal auf sie zu und versucht, mit einem einzigen Hieb ihr den Kopf von den Schultern zu trennen, holt lang aus. Imiona versucht noch zurückzuweichen, aber da ist nicht sehr viel Platz, um zurückzuweichen. Und so kreischt sie: Nein! Nein! Arkos! Warte! Nicht! Und er schlägt zu. Die Helden sind an dieser Stelle dann weitergereist von Keshal Tarif in Richtung Elburum und konnten dann gemeinsam mit Iphemia von Nahuabad auch diese Stadt befreien und dann die Schule der Schmerzen gemeinsam mit der Stadtoberin dann zerstören bzw. töten. An dieser Stelle gab es noch ein kleines Hindernis, denn die Helden haben in ihrem Anfall dann nicht nur die Stadt reinigen wollen, sondern auch ein geräumisches Spielhaus. Da kam dann den Helden der Nachteil so ein bisschen in die Quere, dass sie Vorurteile gegen Geräume hegen. Sowohl unser Zwerg Boltax hat die, als eben auch Jalan, der dann auf die Geräume das erste Mal in Yol-Gurmak traf. Sie brannten also eine Spielhütte nieder, ein Spielhaus, wo es erzdämonisches Gold gab, das blutige Gold von Tasfarelel. Und daraufhin wurden sie dann angezeigt von der Stadtobrigkeit von Iphemia von Nahuabad, die das doch gerne selber machen möchte. Und daraufhin gab es dann auch einen kleinen Prozess, als sie dann später zurück nach Zorgan kamen. Dort wurde dann die Heldengruppe angeklagt, der Brandstiftung zusammen mit einem Elementar, was sich allerdings dann in Wohlgefallen auflöste. Allerdings wurde der Prozess von Abelmir selbst noch einmal verschoben, da er selbst nicht von einem profanen Gericht verurteilt werden kann, sondern nur von einem Gildengericht, und die Magierin, die anwesend war, hat sich das selber nicht ganz zugetraut. Das heißt, er hat sich doch bitte in Punin einzufinden und muss dann in Punin noch einmal von der Grauen Gilde gerichtet werden. Zuletzt gab es eine weitere Bußqueste, die ihnen auferlegt worden ist, denn auch obwohl sie unschuldig waren, haben sie sehr viel Chaos angestiftet, und diese Bußqueste sieht vor, dass sie binnen einen Jahres den anderen Heptarchen Xeraan zu Fall bringen mögen oder bei dem Versuch sterben. Schon ziemlich bitter, aber das ist dann tatsächlich das, wozu sie in Zorgan verurteilt worden sind. Und damit schließt dann auch der Schwur des letzten Sultans bzw. mein 35-Tage-Krieg, abgeleitet aus dem Buch und den aventurischen Boten. Insgesamt haben wir 78 Folgen lang erzählt und das Ganze hat dann gedauert 36,5 Stunden. Das heißt, an dieser Stelle die Zusammenfassung in kurzer Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Zusammenfassung, und ihr könnt dann an den aktuellen Folgen wieder mit dabei sein. Es geht weiter mit dem Schatten der Gans, wo es dann um Romulus geht, die Stadt, die von Lolgramoth-Paktierern dann ja, beobachtet und belagert wird. Damit wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem restlichen Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.